Herzlich willkommen nachts im Museum bei Ghost Exile. Bei Nacht. Ja, wir haben jetzt nachts im Museum. Das heißt, die ganzen coolen Skulpturen und Figuren und alles wird lebendig da drinne. Ist das nicht mega geil, Jasmin? Ja, es ist nicht mega geil. Das ist mega geil, oder? So, jetzt haben wir zwei paarungsunwillige Kreuze. Sanity Bomb. Ja, ich dachte, jeden eins denn mal. Ja, das auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Was machen die da? Wer? Das Kreuz bewegt sich hin und her. Das hatte ich letztes Mal, das habe ich doch gesagt, dass die sich paaren. Und demnächst hier kleine Kruzifixe rumlaufen. So, der Strom ist sogar drinne, wenn wir reinkommen, rechts und wieder links. Ja, das ist schön, dass er drinne ist. Der Strom ist sogar drinne. Normalerweise haben wir nur Außenstrom. Aber ausnahmsweise in diesem Fall... ganz besonders, nur heute, nur hier, nachts im Museum. Oh Gott. Präsentiere ich euch den Strom drinnen. Tada. Hast du schon an? Ja, Heizung auch. Hier ist übrigens auch ein E-Stuhl. Ah. Ein E? Ja, ein E-Stuhl. Läuft mit Akku. Ist von Tesla. Ach, sorry. Fand wahrscheinlich nur ich lustig. Oh, hier hätten wir uns auch Kreuze leihen. Sorry, ich habe gerade überhaupt nicht zugehört, weil ich gerade geguckt habe hier. Ich sag, hier ist ein E-Stuhl von Tesla. Nein. Nein, E. Nee. Nein, sie hat mich getötet. Sie hat mich einfach kalt gemacht. Ich habe diesen Bonbon gegessen. Ich esse den Bonbon nicht mehr. Was ist denn, wenn ich jetzt hier einfach drinne bleibe? Kannst du sie sehen? Gott, ich bin draußen. Ich hätte mich mal nicht umdrehen sollen. Ich sehe dich. Es hätte dir nichts gebracht, weil die Türen waren zu. Ja. Hä? Ich meine eben. Ach so. In ihrer Glibberwelt da. Ja, ich komme nicht mehr rein, ne? Ja, So, liebe Freunde, das war eine weitere Folge Ghost Exile. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ihr habt Spaß gehabt, schaltet gern wieder ein. Bis gleich! Scheiße, ey, hat die mich echt kalt gemacht. Ich höre die auch irgendwo noch. Herzlich willkommen zu Nachts im Museum. Heute ohne Ben Stiller, dafür mit der lebendigen Jasmin. Ja, ja. Mal gucken, wie lange. Ja, das hat ja eben nicht lange gehalten. Okay. Ist diese Bolzen nicht mehr. Wozu sind die eigentlich? Weißt du das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich habe ich keine Ahnung. Okay, ich esse die auf jeden Fall nicht mehr. Irgendwie ist immer, wenn ich die danach gegessen habe, irgendwas passiert. Ich habe auch das Gefühl, ich glaube, das sind verfluchte Gegenstände. Ich glaube, die können wir sammeln, halt um den Geist zu schwächen. Allerdings ziehen wir seinen Zorn auf uns, wenn wir die einsammeln. Die Bolzen? Ja, das sind, glaube ich, verfluchte Gegenstände, so eine Art Scherben. Runen, okay. Ritualmäßig. Wieso denn? Mhm. Was machst du da? Ich stehe, ich habe gedacht, du redest noch, weil ich pelle mir gerade eine Mandarine. Ich komm schon. So nennt man das also, wenn man sich heute einen runterholt. Mhm. Ja, ich gehe mir erstmal eine Mandarine pellen. So. Zack. Licht. Wunderbar. Ich alles so, ja, heute ohne Ben Stiller, dafür ohne kleine verfluchte Kunstgegenstände, die lebendig werden. Machst du Strom wieder an? Jep. Ah. Bin dir weit voraus. Ist denn der Stromkasten überhaupt? Ja, wenn du reinkommst, rechts und dann wieder links, wie ich gesagt hatte, letzte Runde. Du weißt schon, die Runde, wo du gleich gestorben bist. Ich höre schon wieder irgendwas, ey. Ja, wir haben 3 Grad, ich habe gepiept. Nee, ich meine Stimmen. Ach so. Geht's hier bei dir weiter? Nee. Das ist nur eine Abstellkammer. So, wir brauchen ja mal einen Ausweis, ne? Was haben wir denn hier alles Feines? Papierkram. Alter, oh, wie langweilig. Hier, ey. Jasmin, diese Glocke hier stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist die erste aus Kupfer geschmiedete Glocke mit Gold überzogen, die hergestellt wurde. Hier ist viel krasser, ey. Oh. Das hier sind die Messersets von Jack the Ripper. Jack the Ripper. Ne, hier. Damit hat er damals in London sein Unwesen getrieben.
Während Wahnsinn. Sherlock Holmes ihn mit diesem Fernglas hier beobachtet hat. Ja, er war nicht ganz unbeteiligt, denn Sherlock hatte einen kleinen Fetisch, der stand auf Mord. Geh ich jetzt? Ich geh hier lang. Und Opium. Ja. Geht die Tür nicht auf hier? Boah, ist das... Eieieiei. Die Tür geht gar nicht auf. Okay, hier ist gar keine drin. Bist du das gewesen? Ja, ich habe Licht angemacht. So, das hier sind die Uhren von Konstantinopel. Die wurden in Rom hergestellt und sind dann nach Paris gegangen. Deswegen Konstantinopel, weißt du? Boah, hier. Das komische Buch, ey. Hexenbuch. Nee, das ist die Landkarte von Napoleon gewesen. Deswegen hat er aus Versehen Amerika entdeckt. Hä? Siehst du das hier? Doch. Rot ist, wie er gefahren ist. Ne? Also wenn du was über Geschichte lernen willst, frag mich einfach. Alter, hat dir entziehen lassen hier? Riecht man das bis oben? Das stinkt hier. Tut mir leid. Wir hatten das Licht gerade wieder angemacht, so. Du? Das hier ist das Besteck von Genghis Khan gewesen. Da hat er seine Siegesspeisen mit zu sich genommen. Jedes Mal, wenn er irgendwo Terror verbreitet hat. Die geht nicht auf. Okay. Hast du die Tür aufgemacht? Nee, das war unser Geist für uns. So, Geschichtsstunde. So, das hier ist das erste Radio. Das hier ist das erste entwickelte Radio zum Empfang von Radiowellen. Früher dachte man, man kann auf den surfen und musste dann leider feststellen, da kommt nur Musik raus. Oder dummes Gequatsche. War das bei dir? Nee, dir hat gerade was am Arsch geleckt. Oder geschnuppert. Hast du gepupst? Wieso? Was will sie denn von mir? Scheinbar dein Hinterteil. Waren so einige. Okay, wir haben 11 Grad. Nimm mir ein. Du. Ja, ich verkneife mir jetzt meinen Kommentar. Besser ist das auch. Ja. Aber. Ich darf ja nicht in die Nougatstube. Ekelhafter Typ. Wo sollen wir denn den Ausweis finden? Habe ich auch gerade gefragt. Ja. Gibt aber auch noch eine andere Seite, ne, wo wir lang können, oder? Nee, ich glaube, das ist nur die Seite hier. Vielleicht muss man im Museum keinen Ausweis finden, sondern das Gemälde des Geistes. Und da ist ein. Da ist eine Gravur drin, in der der Name steht. Genau. Patrick stinkt. Wo bist du? Da kommt eine Antwort. Hä? Ja, aber da geht's auch andere Seite auch noch weiter hier. Guck mal. Ja, welcher. Bist du immer noch da oben? Hier. Ich bin schon wieder rausgegangen. Ah. Okay, also es ist schon dezent groß, ne? Den Ausweis zu finden, das wird jetzt nicht so... Oh. Jasmin, guck mal. Wo bist du? Ich kann gerade nicht weg. Ey, das musst du dir angucken. Mega. Komm mal bitte. Einmal kurz. So viel Zeit haben wir. Alter, hier geht's noch... Komm mal bitte, ich muss dir echt was zeigen. Hier geht's noch höher. Nee, doch nicht. Mensch, bleib doch mal geschmeidig. Wir haben doch Zeit. Ja, deswegen komm mal her, bevor die Zeit weg ist. Das musst du gesehen haben, bevor es vorbei ist. Wir haben F5. Guck mal. Die haben sogar Licht im Museum. Ich hatte ISI mal 5. Okay. Ich gehe so lange ins Büro, ja? Mach den wichtigen Kram. Ah, hier ist ein Feuerzeug. Ich habe ein Ouija-Brett. Brauchen wir ja eigentlich erstmal nicht. Wenn ich jetzt frage, wo bist du? Und die sagt im Ausstellungsraum, ne? Dann werde ich aber sauer. Mach mal. Hast du einen Schlüssel eingesteckt? Nee, bis jetzt noch nicht. Schade. Ich habe auch noch keinen Ausweis gefunden. Oh, hier ist eine Truhe. Oh oh. Ist das Licht aus? Ich glaube, das Museum hat geschlossen. Schnell, Jasmin, schnapp dir alle Wertgegenstände, der Strom ist weg. Kannst du mal das Licht wieder machen? Ich bin hier in so einer Ecke.
Du bist witzig. Klar. Ich laufe jetzt den ganzen Weg zurück und weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich habe nicht mal eine richtige Taschenlampe. Hier unten sind noch Toiletten. Ich habe mich verlaufen. Jasmin? Ja. Was ist denn? Ich bin bei den Toiletten. Ah. Nichts an. Dankeschön. Der Geist ist so nett zu uns. Noch. Ach, Miststück. Gelingt hat die alte Bazille mich. Warte mal. Die kommt ja bis nach draußen. Ich glaube, die wollte mir gerade was sagen. Ist die Tür zu? Nein. Aber die ist bis vor die Haustür, ist sie mir hinterhergekrabbelt. Bist du draußen? Ich habe den Stromkasten gesucht. Ich bin bei den Toiletten. Okay, hier ist falsch. Ja, da war ich auch eben. Okay, geradeaus, geradeaus. Jetzt links. Links. Nochmal links. Und rechts ist die Tür. Ja, links ist der Strom. Ey, wir haben immer noch keinen Ausweis. Die ist hier irgendwo. Ja, von der Sanity sind wir noch gut. Wir müssen das nutzen. Alter. Das war ich. Entschuldigung. Wo bist du? Hallo? Wie ist dein Name? Jonathan Frank. Krass. Ah nee, ist ein kleines Mädchen. Karl. Oh, links war die? Hm? Ist sie wieder weg? Wo bist du? Ich bin wieder oben. Ja, ich auch, aber wo? Oben. Wo bist du? In dem Gegenüberraum, was du gesagt hast. Gib uns ein Zeichen. Da, wo die Kiste ist. Kannst du mit mir reden? Doch, was? Ja, ich hab das schon gesehen da. Manchmal glänzt was und du denkst, du hast denn was, aber ist denn nicht. Hä? Bist du nicht gerade hier ins Büro gelaufen? Nee, da war ich vorhin. Inventar ist leer. Also ich habe auch nichts aus Versehen eingesteckt. Licht aus, wir müssen Strom sparen. Oh Gott. Ich habe den Ausweis gefunden. Ja, das ist schön. Und Feuerzeug. Oh, hier. Ganz viele Geister. 3 Stück wird mir angezeigt. Leck mich im Arsch, ey. Im Arsch. Im Arsch. Boah, mein Herz. Ey. Dankeschön, du bist auch nicht schlecht. Oh, Sophia Johnson. Heißt Sophia. Sie. Wo bist du? Ich glaube, dass die unten ist. Wir hatten die meiste Aktivität, haben wir hier vorne. Ja, irgendwo hat das mir auch eben angezeigt. Wo bist du? Kannst du mit mir sprechen? Hallo? Sophie? Wo bist du? Ist der Strom... Nee, Strom ist nicht aus. Nee. Sophia Johnson. Sophia, kannst du mit mir sprechen? Nein. Kannst du mit mir reden? Negativ. Nimm Kontakt zu mir auf. Hallo. Ich soll dir von Frau Müller sagen, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Frau Müller. Frau Müller. Sophia, bist du hier? Ich ziehe tatsächlich eine Karriere als Rapper in Betracht, ne? Oh, da ist Licht angegangen. Mhm. Oben.
Kannst du mit mir reden? Antwortet nicht. Kannst du mit mir reden? Wo bist du? Da. Ach nee, das bist du. Oh. Sophia, bist du hier? Rede mit mir. Sprich mit mir. Oh Gott, Jasmin! Alter, ich hab so Gänsehaut, ne? Ich kack dir so in den Hals. Warum? Einfach nur, um ein Statement zu setzen. Mann, das ist doch Sophia, kannst du mit uns reden? Ah, hier ist der Schlüssel. Hat er nicht gesehen. Nee, und hier ist das Feature-Brett. Ja, das weiß ich. Sophia, bist du hier? In meinem Revier. Aber was bringt mir denn die Kiste immer? Ich kann die aufmachen, aber nichts rausnehmen. Keine Ahnung, was sie bringen soll. Hier, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Kann ich nichts machen. Hallo. Ist hier jemand Unnatürliches? Wo bist du? Okay, ciao, wir gehen jetzt wieder. Mach's gut. Ich will mal was anderes mit reinnehmen. Ich glaube, die wollte vorher mit mir reden hier über das Ding. Sie ist in der Main Culture Hall. Halle. Hauptkulturhalle, okay. Woher weißt du das? Ich habe das Witcher-Brett gefragt, aber was sagt mir das? Ja, bist du genauso schlau wie vorher, oder was? Ja. Die ist echt scheiße. Was soll ich denn mit der Information anhängen? Hier hängen auch keine Schilder, ne? Ich hab noch nie so ein Scheißmuseum gesehen. Wow. Main Culture Hall. Aber die Haupthalle ist das. Nee, unten? Geh doch. Sie stand gerade vor mir. Bist du unten? Hallo? Nee, hier. Ja. Warst unten. Du das gerade? Kannst du mit mir sprechen? Fandest du das lustig? Ich nicht. Du sagst dies hier. Hier, auf der Treppe war die eben. Ja, die ist in der Haupthalle. Wie hieß sie nochmal? Sophia. Sophia, wo bist du? Kannst du mit mir sprechen? Hast du mich gerade erschreckt? Wo bist du? Wie alt bist du? Hat das Licht angemacht? Just saying. Okay. Also in der Haupthalle. Ich nehme mal die Kamera mit. Und das Buch kann ich nicht mitnehmen. Was sagt meine Sanity? 83%. Das ist aber recht gut. Meine 82. Dings. Ja? Was? Also wenn sie mir gerade nicht direkt durchs... Ich habe auf die Kamera halt geachtet. Wenn sie mir nicht direkt durchs Bild gelaufen ist, haben wir das Gitternetz. Ja, keine Ahnung. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich habe mir gerade ein Kreuz eingepackt. Ja, wir haben das Gitternetz. Hey, ich habe gar nichts gesehen. Ich aber. Das hat nichts zu sagen. Außerhalb der Cam. Hast du es jetzt gesehen? Nö. Okay. Du wackelst ja auch, Alter, davon wird mir schlecht. Jasmin, beobachte den Fernseher. Du wirst müde. Ganz müde. Ja. Eigentlich wollte ich das auch mal sehen. Der musste reinkommen. Siehst du die ganze Zeit. Über die Kamera. Du bist ein Arsch, ey. Sophia, kannst du mit mir reden? Ignorante Drecksgöre. Was hab ich denn jetzt hier gemacht? Oh Mann, ey. Gut, dann nehme ich ihm das Buch mit. Hast du den Bewegungssensor? Hä? Nee. Ah, hier oben ist er. Okay. Und? Hallo, junge Dame. Seht ihr da? Ja, hier am Fenster. Warte mal.
Guck, die hat dir am Arsch gerochen. Bist du drinne? Ja, ich hab ihr das Kreuz ins Gesicht gedrückt. Hab ich gesehen. Was haben wir denn jetzt für Beweise eigentlich? Ja. Schreib ins Buch. Eigentlich nur das Gitternetz. Also Laserprojektion. Nee, und EMF 5. Achso, den hattest du auf 5? Hab ich doch. Achso, nee, hab ich vergessen. Oh. Vergessen. Dann wieder ein Geist, den wir noch nicht hatten. Schreib die ins Buch? Ja, bis jetzt. Oh ja, jetzt hab ich's gesehen. Ja, die läuft ja richtig geil dadurch. Schreib ins Buch. Jo, tschüss. Cool. Sie hat ein Bild gemalt. Also. Ein liebreizendes Kind. EMF und Projektion. Hast du die Kamera? Nein. Also den Fotoapparat meine ich? Nein. Wieso haben wir kein Fotoapparat? Ja, weil ich den gekauft hatte und ich ja draufgegangen bin und vergessen habe, einen neuen zu kaufen. Ach, ich dachte, das ist Standardausrüstung. Ich wollte ihn jetzt holen. Nein. Und ein Foto von ihr machen. Ist kein Standard. Oh, scheiße. Das war Luxus. Oh, ich wollte ein Foto von ihr machen. Und hier steht auch, nimm ein Foto von dem Geist im Jagdmodus. Oh mein Gott, nein. Zeichne ein Siegel der Aktivität im Lieblingsraum des Geistes. Er scheint ja hier zu sein. Führe das Ritual des Exils ohne Schutzzeichen durch. Nö. Was ist denn ein Schutzzeichen? Aktivität, okay. Sie weg oder was? Hm. Aber welches hier ist? Hier ist Ruhe. Also du bist mir da. Oh, guck mal, deine Fußabdrücke sieht man hier. Sind das deine? Nee. Das glaube ich nicht. Ritual, 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 Ritual. Siegel. Wie macht man das Siegel der Aktivität? Ah, okay, das Siegel des Baphomets ist das. Okay, das Siegel des Baphomets. Baphomet? Was ist denn für ein komisches... Bist du drin? Nein. Oh, schade. Ich hab, Warte mal, ich hab hier gerade ein kleines Problem. Ist das Siegel richtig? Das leuchtet gar nicht. Ich weiß nicht, ich muss dir gerade tun. Das leuchtet gar nicht, aber das soll doch das Siegel der Aktivität sein, oder? Haben wir wahrscheinlich den falschen Geist. Nee, ich bin bei was anderem gerade. Nein, bist du nicht. Ich mach hier diese Quest... Zeichne ein Siegel der Aktivität in dem Lieblingsraum des Geistes. Vielleicht ist es nicht der Lieblingsraum. Okay. Vielleicht ist ja der Lieblingsraum da, wo das Feuer ausgebrochen ist. Ach nee, du hattest das ja auch. ich kann da leider nicht durchs Fenster gucken. Bist du irgendwie eingeschränkt? Ja. Glaube ich dir. Das fragst du noch? Ah, ich weiß, wo der Lieblingsraum ist. Ich glaube es. Ich glaube es zu wissen. Wo denn? Der Flur da. Genau, weil die kam ja hier immer und
Kann ich bestätigen. Auf der Seite hier, Und ne? nieder von links. Also wenn ich draußen stehe, von links, ja. Ich mach gegenüber auch noch mal eins hin. Oh, ich habe keine Farbe mehr. Scheiße. War einer davon richtig? Nö. Gibt es noch mehr Aktivitätssiegel? Was ist das? Siegel des Schutzes? Es ist das richtige Siegel, aber es war scheinbar nicht der richtige Raum. Ja, ist auch schwer, finde ich, bei sowas Großem das irgendwie rauszukriegen. Ja, ich dachte jetzt halt da, wo die am meisten angegriffen hat, ne? Oder sie singt. Echt? Ja. Singt sie dir ein Schlaflied? Oh, welchen Long kann Moment, meine wir wollen Maus. zusammen A cappella machen. Ah. Elsa. Ich dachte, du Okay, kommst rein. wollen wir denn das Ritual machen? Mach doch. Du hast da voll Bock drauf, ne? Auf dieses Ritual, ey. Ja, weil dann haben wir es fertig, weil wir können ja eh nichts mehr machen. Ich meine, allgemein die Rituale hast du ständig Bock drauf. Hatten wir nur die eine Farbdose? Scheint so. Weißt du, das Ritual, ne? Braucht zwei. Ich find, das ist so ein nettes Mädchen, das darf hier ruhig wohnen bleiben. Nee. Du hast voll die Adern am Hals, Alter. Ach, Krampfadern. brauchen wir zwei oder was? Nee, ich habe vielleicht die ganze Dose verbraucht, um das Siegel überall hinzuspielen für die Aktivität. Ja, aber brauchst du denn nur noch eine oder wie? Ja, ich brauche neue Farbe. Meine Dose ist leer. Ach, das war ein Energy, was da stand. Ja. Na, du bist ja schlau. Mach doch die Siegel an. Geht nicht, das sind Aktivitätssiegel. Leute, was hast du gemacht? E gedrückt. Genauso wie mit dem anderen da hinten. Warte mal. Lo. Das ist aber nicht der Lieblingsraum. Keine Ahnung, ich habe es beide angemacht. Das war auch nicht der Lieblingsraum. Geh mal Ja, nach oben. keine. Ist da noch einer? Oben, wenn man hochgeht und dann links, glaube ich. Da habe ich auch noch zwei. Du verarschst mich gerade, ne? Nee. Oh, die rastet richtig aus. Danke, Patrick. Bist du tot? Nee, aber gleich, denke ich mal, ne? Versteck dich bloß. Sophia! Hier bin ich! Sophia! Lass mich rein! Ich möchte, dass du mich umbringst. Sophia! Hast du es überlebt? Ist die Tür auf? Ja. Sie Ich beruhigt hab sich auch doch gerade wieder. mein Kreuz. Und oben ist auch an jetzt. Hast beide Eins aber angemacht? nur. Nee. Ich muss mich verstecken. Mein Kreuz ist Schrott. Oh, Guck. willst du meins haben? Hey, geh du doch rein anmachen. Ich habe jetzt die anderen alle angemacht. Mach doch das andere noch an. Nein, ich sterbe denn. Hä, du nimm das Guck mal, Kreuz mit. Da wo die passiert Linie, nichts. wie die abgeht hier jetzt. Ja, aber das Kreuz, guck mal. Meint es nur, zack, einmal die Hälfte da. Das verbrennt einmal kurz. Und Geht doch schon wieder runter. Ach nee, geht nach schon wieder hoch. er geht hoch. Nachdem das verbrannt ist, war das der Ja, es Moment, wo hat die Tür auf war? aufgehört. Ja. Also kann sie dich, wenn du das Kreuz in der Hand hältst, nicht töten. Sehe ich aus, als wäre ich tot? Ja, ich weiß nicht, wie das Kreuz genau funktioniert. Nicht, dass ich das auf den Boden schmeißen muss, wie bei Ich Phasmo. stand so, dass sie vor mir stand und dann. Nein! Ich hatte das in der Hand. Okay, also ein Siegel noch anmachen, ja? Ja, weiß ich nicht. Wir hätten da mal zu zweit reingehen müssen. Die rastet ja richtig aus, ey. Was war denn das? Ich habe mehr Energy getrunken. Ich Okay. habe links angemacht, ne? Ja.
Achso, links war noch eins. Du hast das hier angemacht. Ja, das erste gleich. Achso, nee, das waren nur die drei. Ach, scheiße. Stimmt, ja genau, dann war die Farbe alle. Bist du doof. Okay, ich komme wieder raus. Gott, er ist so intelligent. Ja. Ja, das liebe ich so. Intiquenz ist mein zweiter Vorname. Eigentlich. Ja, das war jetzt falsch, oder was? Eigentlich Jürgen, die Dinger. Aber... Also war das nicht ihr Lieblingsraum? Alle drei nicht? Nö. Wir brauchen mehr Farbe. Okay, komm, dann brechen wir hier die Mission ab. Warte mal, wen haben wir denn jetzt? Wir haben noch gar keinen Geist. Oh. Das haben wir gleich. Also, welche Beweise haben wir? Infrarot? Ja, EMF. Und Geisternotiz. Geisternotiz. Infrarot oder Laser? Laserprojektion meine ich. Ach, Mensch. Okay. Ich habe jetzt nochmal geswitcht. Mal gucken, ob das nimmt. Unrio. Warte, ich teste das erst nochmal. Weil ich hatte ja erst den Infrarot-Bewegungsmelder, nicht, dass er das jetzt falsch anzeigt. Scheint schon richtig zu sein. Der weiß schon, was er macht. Im Gegensatz zu dir manchmal. Okay. Unrio. Was? Wer hätte das gedacht? Okay, dann haben wir jetzt halt den Unrio. Ja, dann brauche ich mal dein Kreuz gleich, wenn wir dieses Ritual machen, weil können ich glaube, mein kann ich. Weil? Wir haben keine Sprühfarbe mehr. Ach ja, da war ja was. Ja, irgendwer hat damit ziemlich rumgeaßt. Hm, toll. Hm. So viel zum Thema Nachhaltigkeiten. Hm. Schätzchen. Ja, gut, ja, wir schauen mal. Aber eigentlich. Wie sollte es auch anders sein? Der Geist war ein Onryo nachts im Museum ohne Ben Stiller. So, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst sehr, 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 sehr gern mal ein Like da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder ein und guckt euch auch gern die anderen Folgen an. So, wir sehen uns. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut.